Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt. Ja, und was spielt Panti diesmal? Nun, diesmal habe ich ganz tief in die Geschichte hineingegriffen und habe mir Half-Life 1, das Original, rausgesucht. Zu dem Spiel habe ich besondere Erinnerungen, denn ich habe das damals gespielt, als es rauskam. Damals gab es den Steam-Client noch gar nicht, der ist dann irgendwann gemacht worden. Und man glaubt es kaum, ich habe das gespielt zu einer Zeit, da hatte ich noch gar keine 3D-Grafikkarte. Ich habe dann von einem Freund, dem seine alte 3D-Beschleunigerkarte bekommen. Und da muss man dazu wissen, dass diese Karte neben die Grafikkarte gesteckt wurde. Dann wurde das VGA-Kabel, das war der einzige Grafikanschluss, den es damals gab, oder den man zumindest als Normalbürger hatte, aus der Grafikkarte, also aus dem normalen Grafikausgang, in diese 3D-Beschleunigerkarte reingesteckt. Und dann ging das Kabel von der aus der 3D-Beschleunigerkarte in den Monitor. Nur so, also wie man so schön sagt, aus der Zeit, wo die Gummistiefel noch aus Holz waren. So, und warum habe ich dieses Spiel genommen? Zum einen, weil ich die Half-Life-Reihe sehr mag. Und das, obwohl ich Ego-Shooter eigentlich nicht toll finde. Und der Grund, warum ich Half-Life mag, ist im Endeffekt auch, weil es hat eine gewisse Vorlage für künftige Spiele gesetzt. Es kann sehr gut sein, dass es das schon vorher gab, aber bei Half-Life ist das so ikonisch geworden, dass dieses Spiel gefühlt das erste ist, in dem in einem Ego-Shooter ein ja schon kinohaftes Storytelling basiert. Und jetzt werde ich mal zuallererst, um zu zeigen, wie alt das Spiel ist, TM, das, was man schon in der Grafik sehen wird, wenn man im Spiel ist spätestens, etwas zeigen, was dieses Spiel hat. Nämlich war es üblich bei Spielen, dass es einen Trainingsraum oder ein Trainingslevel gab. Das ist, wenn ich daran denke, denke ich vor allem so an Tomb Raider. Da hat man also ein extra Level gehabt, den man manuell auswählen konnte. Bei Tomb Raider war der tatsächlich verpflichtend am Anfang vom Spiel, der einem die Steuerung erklärt hat. Und er fängt typischerweise damit an, dir zu sagen, dass man mit WASD läuft. Und ich werde jetzt tatsächlich mal diesen Trainingsraum durchspielen, denn selbst der ist wie eine kleine Story gemacht. Das war aber tatsächlich dann schon relativ üblich, den Trainingsmodus wie eine Story aufzubauen. So, das ist natürlich jetzt die Steam-basierte Version, also ein bisschen doch ein kleines bisschen anders. So. Und hier fängt der Gefahrenkurs an. Ohne alles, ich bin in einem Aufzug. Und eigentlich sollte das Spiel jetzt, wenn ich nichts mache, ja, ich habe es tatsächlich in der Pre-Steam-Ära gespielt, eigentlich hätte das Spiel mir jetzt sagen sollen, benutze WASD zum Laufen. Ah ja, hier haben wir es. In dem Moment, wo ich laufe, sagt es mir das dann, dass es etwas spielt. Hallo und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutzanzug für gefährliche Umweltbedingungen ausgebildet. Ich bin Ihre holographische Assistentin. Fangen wir mit etwas an. Wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn. Und ich bin auf der Stelle da. Hier merkt man auch, dass die Timings nicht so ganz stimmen. Ist aber alles nicht allzu schlimm. Ja, diese Black Mesa muss ziemlich gut sein. Schließlich hatte ich hier diese eigenen Trainingskurs mit einem holographischen Assistenten. Laufen wir mal durch. Und laufen wir weiter. Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die englischen Stimmen gefallen mir mehr, aber ich habe mich entschlossen, das Spiel auf Deutsch zu spielen. Ich will nicht wie bei Lands of Lore ständig übersetzen, was gesagt wird. Und hier ist es übrigens noch so, man rutscht immer so ein bisschen nach, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ah ja. Die Bewegungen im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Machen Sie sich erst einmal mit den Grundbewegungen vertraut und bald werden Sie gar nicht mehr merken, dass Sie den Anzug überhaupt tragen. Ich sehe Sie dann da vorne. Ja. Also im Endeffekt geht es hier darum, Sachen wie Springen und so zu lernen. So die grundlegenden Manöver, die das Spiel einfach voraussetzt. Die wir auf dem Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Versuchen Sie, über diese Rohre zu springen und benutzen Sie dafür nur die Befehle Rennen und Springen.
Wenn Sie vor dem Sprung Anlauf nehmen, ist es äußerst hilfreich. Schauen Sie mir zu. Tatsächlich ist es so, dass normalerweise da stand Leertaste zum Springen. Gut gemacht. Diese neuen Anzüge können ganz schön kompliziert sein. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Jetzt kriechen Sie unter den nächsten Hindernissen durch. Beachten Sie bitte, dass Ihr Anzug automatisch in den Schleichmodus wechselt, wenn Sie sich ducken, um Geräusche so weit wie möglich zu vermeiden. Oh, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass man dann auch schleicht. Okay, also hier einmal unten drunter durch. Und tatsächlich hätte auch hier gestanden, drücke Steuerung zum Ducken. Ich habe Sie fast gar nicht bemerkt. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt weiter. Jetzt werden wir Ihre Fertigkeiten miteinander kombinieren. Sie müssen springen, sich ducken und wieder springen. Das wird Sie auf den nächsten Raum vorbereiten, in dem Sie dann beide Bewegungen zur gleichen Zeit ausführen müssen. Ja, einmal drüber, einmal drunter, einmal drüber. Gut gemacht. So nicht sonderlich spannend. Und dann schauen wir mal. Damit Sie in diese Röhre kommen, müssen Sie Ihrem Anzug signalisieren, dass er geduckt springen soll. Stellen Sie sich dazu an den Eingang der Röhre und drücken Sie weiter nach vorne. Springen Sie dann nach oben und wenn Sie in der Luft sind, ducken Sie sich. Das ist kompliziert, aber Sie werden schon merken, wie praktisch das ist. Das war jetzt zum Beispiel ein Manöver, was sehr, sehr neu ist, was man nicht üblicherweise hatte. Und hier ist es, das ist tatsächlich das, was passieren soll. Ist es so, dass ich nicht richtig davor stehe? Das ist im neuen Teil besser gelöst. Und in der Half-Life 2 natürlich auch besser. Und jetzt müssen wir da gleich das nochmal machen. Und das ist etwas, was man häufig hat, Zwischenladen. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorwärts. Wenn Sie wieder herunterkommen möchten, bewegen Sie sich einfach rückwärts. Hoch, runter, hoch, runter. Die nächsten drei Sprünge werden immer schwieriger, aber sie sind machbar. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie den letzten ein- oder zweimal nicht schaffen. Wenn Sie alle drei in einem kontinuierlichen Durchlauf absolvieren, sind Sie echt gut. Ich werde bestimmt versagen. Nein, das hat geklappt. Super. So, eine weitere Sprungart müssen Sie noch lernen. Ja. Für lange Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Sie aktivieren den langen Sprung, indem Sie sich ducken und vorwärts bewegen und dann den Sprung starten. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Sobald Sie oben auf der Plattform sind, drücken Sie den Knopf und ich werde Ihnen die Bewegung vormachen. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, dass das tatsächlich schon Teil des Übungskurses war. Also rennen und dann erst ducken und dann springen. Das war prima. Da habe ich tatsächlich, also als das neu war, habe ich bei diesen Teilen wirklich sehr lange gebraucht. Und heute ist das quasi in der DNA von jedem Spieler drin. So, ich kann auch mit auf der Vorwärtstaste runterklettern, dazu muss ich nur runtersehen. Starten Sie bitte den Lift, indem Sie zum Knopf gehen, ihn ansehen und die Benutzen-Taste drücken. Dann fahren wir mal Lift. Jetzt sind Sie also hier oben und es gibt nur einen Weg wieder nach unten. Suchen Sie das Ziel auf dem Boden unten und versuchen Sie es zu treffen. Falls Sie sich bei dem Sturz verletzen, werden wir Sie im nächsten Abschnitt verarzten. Das sind schon die Blutspritzer und blutige Hände an der Wand. Tatsächlich ist das eigentlich so die Stelle, wo einem... Ich bin mir sicher, im Original haben sie andere Texte gesagt. Da haben sie dann gesagt, sie werden sich wahrscheinlich verletzen, machen sie sich aber keine Sorgen. Der Anzug federt den meisten Schaden ab. Irgendwie sowas war es. Sie werden solche Medikits überall auf dem Black Mesa-Gelände finden. Möchten Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen, gehen Sie zu einem Medikit und drücken die Benutzen-Taste. Ihre Gesundheit wird nach und nach wiederhergestellt, bis Sie wieder völlig gesund sind oder das Kit verbraucht ist. Sobald das Licht erlischt, kann das Medikit nicht mehr benutzt werden. Was sie nicht sagt, ist, dass man die Benutzen-Taste gedrückt halten muss. So, und wieder geheilt. Naja,
Das erklärt sie einem noch. Müsste. Um diese Brücke zu drehen, gehen Sie zum Steuerrad und drücken die Benutzen-Taste. Fantastisch. Fantastik-Technik. Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder herauszukommen. Versuchen Sie mal diesen Anzug. Wenn Sie ein Hindernis nicht wegschieben können, nützt vielleicht Ziehen etwas. Um eine Kiste wegzuziehen, gehen Sie auf sie zu und drücken die Benutzen-Taste. Halten Sie die Benutzen-Taste gedrückt, greifen Sie sich die Kiste und bewegen Sie sich langsam rückwärts. Die Kiste wird Ihnen folgen. Wir haben hier ein kleines Ungezieferproblem gehabt. Ich glaube, das ist ein größeres Ungezieferproblem. Wenn gar nichts klappen will, können Sie ja vielleicht die Gegenstände, die sich im Weg befinden, zertrümmern. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Brechstange vom Tisch hinter Ihnen mitgenommen haben. Bahnen Sie sich durch kräftige Schläge einen Weg durch den Schutt. Wer repariert das alles wieder? Für den nächsten Abschnitt sollten Sie die Lampe Ihres Anzugs aktivieren. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Lampe Energie verbraucht. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird. So hat man sich damals eine Computerstimme vorgestellt, übrigens, wie der Anzug hier redet. Oh, das Laden geht hier so flott. Das war damals ewig langsam. Willkommen im Schießstand von Black Mesa. Hier lernen Sie, wie eine Waffe abgefeuert und geladen und der darauf angebrachte Granatwerfer benutzt wird. Bitte nehmen Sie Ihre Waffe und gehen Sie zur Schießanlage weiter. Als Physikwissenschaftler lerne ich, wie ich eine Waffe bediene. Man merkt, dass das in Amerika spielt. Sie müssen jedes einzelne Ziel treffen, um den Kurs abzuschließen. Machen Sie sich aber keine Gedanken, wenn es beim ersten Mal daneben geht. Das Ziel taucht bestimmt wieder auf. Versuchen Sie während der Pausen nachzuladen. Den Granatwerfer feuern Sie mit einem Druck auf den zweiten Feuerbutton ab. Einige Ziele werden nur vernichtet, wenn sie von Granaten getroffen werden. Sequenz beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Da habe ich voll auf den Karton geschossen. Ist das jetzt nicht das nächste? Das ist das nächste, okay. Wir haben die Black Mesa Schießanlage erfolgreich gemeistert. Ihr Schutzanzug überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut und warnt Sie, wenn Sie mehr Sauerstoff benötigen. Während Sie diesen Kurs durchschwimmen, wird der Sauerstoffgehalt langsam abnehmen. In der Mitte haben Sie die Möglichkeit, zum Luftschnappen an die Oberfläche zu kommen. Nun, dann springen wir mal ins Wasser. Gehen Sie nach oben und dann nach unten. Sie werden sehen, wie im Anzug die Anzeige für den Sauerstoffgehalt wieder auf das vorherige Niveau zurückkehrt. Sie dürfen gerne bis zum Ende des Kurses schwimmen. Die Ladeeinheit für Ihren Schutzanzug. Wenn Ihr Energiepegel zu niedrig wird, stellen Sie sich vor eine Ladestation und drücken die Benutzen-Taste. Ihr Anzug lädt sich nach und nach wieder auf, bis die Ladeeinheit verbraucht ist.
Den Anzug können Sie aber auch mit Hilfe von Einzelbatterien. Die Batterien haben wir ja schon eingesammelt. In neueren Versionen sieht man hier auch, wie viel Ladung da noch drin ist. Wenn Sie sich durch Feuer oder Dampf bewegen, sehen Sie, dass das Hitzeschaden-Icon aufleuchtet. Sie beschreibt jetzt, dass ich sehe, von wo ich Schaden nehme. Von Strahlung werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige aktiviert. Auch biologische Gefahren werden durch ein Leuchtikon angezeigt. Sehr interessantes Ding hier, dieses Black Mesa Komplex mit grünem radioaktiven Zeugs. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Und ein Riesenaufzug, nur für mich allein. Einen Wächter in den nächsten Raum. Er lässt sie wieder in das Transitsystem hinein. Sie müssen auf den Wächter zugehen und ihre Benutzen-Taste drücken. Dann folgt er ihnen, bis sie sich ihm zuwenden und erneut die Benutzen-Taste drücken. Hier kriegt man also beigebracht, wie man mit NPCs interagiert. Was man braucht, um eben solche Türen zu öffnen. Drücken Sie die Benutzen-Taste, um den Zug zu aktivieren. Mit den Vorwärts- und Rückwärts-Tasten erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit des Zugs. Drücken Sie die Benutzen-Taste erneut, um den Zug zu verlassen. Einmal Vollgas! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Gefahrenkurs von Black Mesa erfolgreich abgeschlossen. Sie sind jetzt berechtigt, den Schutzanzug HEV Mark IV uneingeschränkt zu benutzen. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns doch mal das eigentliche Spiel an. Ich werde, solange hier Sachen zu hören sind, erstmal nicht viel reden. Oder zumindest ist das mein Plan. Aber sofern haben wir hier irgendwie eine Untertitelfunktion. Das ist Nein, kein Untertitel in diesem Spiel, gut. Werde also versuchen, möglichst nicht zu reden, damit ihr mitkriegt, was so erzählt wird. Denn das ist ja genau das, was die Story erzählt. So wie jetzt dieses ziemlich lange, sehr ikonische und, episch, nicht unbedingt, aber doch sehr gut gemachte Intro. Ja, ich spiele auf einfach. Ich habe es tatsächlich damals nie ohne Cheats durchgespielt. Und ich will es tatsächlich jetzt einfach mal in echt durchspielen. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Ich kann schon alles komplett kontrollieren. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Der hat den Zug verpasst. Wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Ja, und so kann man ein Intro machen, was nicht ganz so langweilig ist, weil man sieht jetzt schon den ganzen Komplex. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Festlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Und einige von diesen Szenen, die jetzt kurz angedeutet werden, sehen wir später nochmal. Entschuldigung. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken.
Gabe Newell ist mittlerweile eine sehr bekannte Figur. Sie nicht die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom steht, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Da kommt die Schiene und wir können weiterfahren. Man merkt ja auch schon, wie oft nachgeladen wird. Damals konnte man nicht viel Karte in den Speicher auf einmal quetschen. Und deswegen musste das Spiel ziemlich oft nachladen. Und das erscheint ja schon während des Intros. Wie schon erwähnt, das Nachladen hat teilweise ewig gedauert. Erinnerung, der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu Anfang geben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder andere hochtechnisierten Fachgebiete verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt sind die Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich beantwortet. Ja, das hier ist etwas länglich. An alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Ich habe den Zug verpasst. Musste den nächsten nehmen. Naja. Habt ihr den Herren im Anzug gesehen, den ich hinterher geguckt habe? Leute, die das Spiel nicht kennen, und für die ist ja diese Aufnahme eigentlich gedacht, achtet mal, ob und wo ihr ihn wieder seht. Mal schauen, wie oft ihr ihn wieder sehen könnt. Außerdem sehr sicher gebaut hier. Die ganze Brücke hängt nur an ein paar Seilen. Na gut, ich bin spät dran. Geh auf, du Tür. Ich bin spät dran. Weit genug gelaufen. Und hier sind wir im Labor. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich.
Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabstürzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test damals war auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schatz. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Stimmt, du hast recht. Und das Computersystem ist ziemlich kaputt, lauter Bluescreens. Naja, gucken wir mal. Anomale Materie, Labore, Forschung, Entwicklung, Personal, Einrichtungen. Hi. Dann gehen wir doch mal in Richtung der Personaleinrichtungen. Okay, hier ist die Küche. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, gehe ich doch gleich hin. Ich muss mir noch eine Suppe mitnehmen. Die Mikrowelle mag irgendwie nicht. Oh. Was tun Sie da? Das war wohl doch zu viel Hitze. Nun ja. Oh, schön, Sie zu sehen. Okay, gleichfalls. So, schauen wir mal. Hier also, sind die. Wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Sehr. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Gucken wir mal, welche Schränke wir aufkriegen. Unsere nehmen wir auf jeden Fall. Na bitte, da ist noch eine Batterie. Und irgendwelche Post-its. Ein kleines Baby, ich bin Vater. Das kann man alles nicht benutzen. Heilung. Nun gut. Und hier können wir den Anzug sind also insgesamt drei und einer ist für uns. Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark 4 für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Reaktive Aufprallabsorptionspanzerung. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Ich will nochmal auf die Karte gucken. Research, Development, Entwicklung. Okay, gucken wir mal. Folgen wir mal der blauen Linie. Blau. Ich glaube, das ist tatsächlich, wo wir hin müssen. Ja. Scheint ja heute heiß herzugehen. Ah, hallo, Freeman. Schön, Sie zu sehen. Ich scheine sehr beliebt zu sein. Geld zu haben. Wird wahrscheinlich von Militär gesponsert. Ist wahrscheinlich ein Waffenlabor. So, ja, und das Intro, was wir eben gesehen hatten in dem Zug, das war halt so richtig filmhaft mit Namen, die eingeblendet werden und man hat halt diese Sequenz, man fährt mit dem Zug dahin, sieht eben Ausschnitte aus der Welt. Wie gesagt, da kommt man teilweise ein bisschen hin zurück wieder und ja, hat halt eben ein Intro, das sich wirklich anfühlt, als wenn man gerade zur Arbeit geht. Aha, der Kontrollraum, das Testlabor, Plasmazellen, Ionisierungskammern. Hallo da. Hallo da. So, Kontrollzimmer, Kontrollraum. Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum.
Nun, wenn Sie gerade eben erst die Probe in den Testraum geschickt haben, das ist übrigens das gute Stück. Also, der Testraum, nicht die Probe. Dann ist es gar nicht so schlimm, dass ich so spät bin. Oh, hier ist... Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Mir schwant nichts Gutes. Das ist wirklich ein ausgesprochener Pechtag heute. Nun gut, fahren wir mal nach unten. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Das ist komisch. Was ist komisch? Ich bin nicht komisch. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Lassen wir ihn doch endlich reingehen. So, also. Ich bin theoretischer Physiker mit Abschluss vom MIT. Das wurde im Intro hier eingeblendet. Und mein Job ist es, eine Probe in diesen Spektrometer zu schieben. Und am Ende bin ich auch noch für alles verantwortlich. Aber das sehen wir gleich. Scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Und ich würde sagen, das machen wir noch und dann, wenn quasi das spielbare Intro wirklich zu Ende ist, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das heißt, ich schalte jetzt hier nochmal das Spektrometer an. Freeman, hören Sie nicht, was ich sage. Klettern Sie rauf und starten Sie bitte die Rotoren. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Ich bin schließlich Profi. Wenn ich zu schnell mache, könnte ich einen Fehler machen und das wäre fatal. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3... 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Transmitterphase 2, Aktivierung, jetzt. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ist die Probe von was auch immer. Und mein Job ist es einfach, diese Probe in diesen Strahl zu schieben. Und dafür heuern sie einen vom MIT an. Profi. Also wirklich. Oh, das wird vom Galt abgezogen. Was ist das? Irgendwelche Kreaturen.
Bin ich tot? Nein. Und das ist immer noch, das ist auch kein Traum gewesen. Okay. Hallo? Ich bin nur zu Besuch. Ja, alles kaputt. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und speichere einmal. Verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, miau.